Mahlzeit, Freunde. Wir haben uns auf dem Kanal ja schon die ein oder andere Person etwas genauer angeschaut. Und zu den klassischen High-Performern des Landes zählen natürlich auch Gründer. Heute geht es genau darum, um die vielleicht einflussreichsten Gründer in ganz Deutschland. Es geht um die Samwer-Brüder. Die Jungs fingen ihre ambitionierte Karriere schon mit einer starken akademischen Laufbahn an. Nach dem Abitur studierte Marc Samwer Rechtswissenschaften an der Uni Köln, Alexander studierte VWL und Politikwissenschaften in Oxford und machte später sein MBA in Harvard. Der wohl bekannteste der drei Brüder, Oliver Samwer, studierte nach dem Abi, was er mit 0,8 abschloss, BWL an der WHU. Und hier kurz nach dem Studium fangen wir auch schon direkt an, denn die drei haben in der kurzen Zeit nach ihrem Studium wahrscheinlich schon mehr erreicht als andere in ihrem gesamten Leben. Nach Abschluss des Studiums 1998 gründete Oliver 1999 zusammen mit seinen Brüdern und Kommilitonen das Internet-Auktionshaus Alando. Quasi ein deutsches eBay, beziehungsweise Kritiker sagten ein eBay-Klon. Sie konnten recht schnell ca. 10 Millionen Mark von Investoren einsammeln und schafften es als echte High-Performer nach nur 100 Tagen nach der Gründung das Unternehmen wieder zu verkaufen. In 100 Tagen schaffen es andere, ihr gesamtes erspartes Azubi-Gehalt in den Tod zu hebeln und die Jungs haben das Unternehmen quasi 4 Monate nach Gründung an eBay für 50 Millionen US-Dollar verkauft. Falls ihr auch mal irgendwie schnell reich werden wollt oder so, glaube ich, ist die Geschichte eine ganz gute Inspiration. Heute sieht Oliver den Verkauf als den vielleicht größten Fehler an. Wir waren doch Idioten, dass wir ausgestiegen sind. Heute macht eBay in Deutschland 120 Millionen Euro Gewinn im Jahr, folglich war es nicht klug, Alando für 50 Millionen Dollar zu verkaufen. Nach der Übernahme wurden die Brüder Geschäftsführer von eBay Europa. Aber nach nur einem Jahr gründeten sie ihr neues Startup, Yamba. Falls ihr dabei jetzt aber an die cringen Klingeltöne und Abo-Modelle denkt, die 24/7 in jeder Fernsehwerbung liefen, muss ich euch leider, ja okay, halt genau das Yamba. Nur für kurze Zeit im Monatspaket, der ultimative Yamba-Klingelton. Die Firma entwickelte sich recht schnell in den folgenden Jahren zum größten Anbieter von Klingeltönen in ganz Europa. Nach nur 4 Jahren, also 2004, wurde Yamba dann vom amerikanischen Unternehmen Verisign für 273 Millionen US-Dollar übernommen. Oliver soll hier auch Gerüchten zufolge nach in Wutausbrüchen mehrmals Mitarbeiter beschimpft und entlassen haben, nur um sie dann später wieder, wenn er sich abgeregt hatte, einzustellen. Seit 2007 gründeten sie den Inkubator Rocket Internet, der sich auf die Gründung von Internetunternehmen spezialisiert. Durch Rocket Internet und ihren Venture Capital Fonds, zu denen kommen wir aber später, beteiligten oder gründeten sie Startups wie Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, Westwing und Home24 oder Home24, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Allein hiervon sind heute 3 im DAX. Das heißt, Kritik an diesem Video bitte nur von Leuten, die schon vor ihrem 50. Lebensjahr an der Gründung oder Skalierung von mehr als 3 DAX-Konzernen beteiligt waren. Ne? Danke. Auch sollen die Brüder schon 2008 in Facebook investiert haben, aber verkauften leider ihre Anteile schon 2011. Also RIP an der Stelle. Vermutlich haben sie aber trotzdem ca. 300% damit gemacht. Ihren Groupon-Klon MyCityDeal verkauften sie 2010 an Groupon für 170 Millionen US-Dollar. Ihr erkennt vielleicht schon ein Muster in den Gründungen. Die Geschäftsmodelle sind meist relativ dreist kopiert. Das ist auch der größte Kritikpunkt an den Sambas, weshalb sie bei dem einen oder anderen im Silicon Valley nicht gerade den besten Ruf haben. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass sie schlechte Unternehmer sind oder so. Moralisch kann sich ja jeder selber ein Bild von machen. Und ich meine, wenn es so einfach wäre, könnte ja jeder Startup X kopieren und damit morgen Millionär werden. Sie nehmen einfach Geschäftsmodelle, die sich in anderen Ländern schon bewährt haben und gründen dann diese Firmen in zum Beispiel Deutschland oder anderen Ländern und skalieren diese extrem schnell. Rocket Internet hat dabei nicht nur selber erfolgreich Startups gegründet, sondern kann mittlerweile auch auf eine Vielzahl erfolgreicher Ex-Mitarbeiter zurückblicken, die eigene Unternehmen gegründet haben und oder dabei von den Samwas finanziert wurden. Quasi sowas wie die deutsche PayPal-Mafia. Laut einer Atomico-Analyse sind fast 400 Gründer direkt aus dem Rocket-Internet-Ökosystem entstanden. Hier mal ein paar Beispiele. Ne? Kagan Sümer, Gründer und CEO von Gorillas, Valentin Stalf, Co-Founder und CEO von N26, Tusha Aluvalia, Gründer und CEO der Razer Group, Christopher Oster, CEO von Clark, Ignaz Forstmeier, Co-Founder und ehemaliger CMO von Personio und Mohamed Omaisad, ehemaliger CFO von WeWork und so weiter und so fort.
Wie ihr hier auf dem Bild seht, gibt es aber auch noch andere große Netzwerke an erfolgreichen Gründern. Zalando, HelloFresh und Delivery Hero sind ja quasi auch mit dem Samba-Netzwerk verbunden. Das heißt, das indirekte Netzwerk beläuft sich auf mehr als 700 Gründer. Das heißt, wenn ihr in Deutschland was gründen wollt, kommt am besten zu Team Rocket. Nach so vielen erfolgreichen Gründungen ist der nächste logische Schritt natürlich auf die Buy-Side als Investor zu gehen. Der erste VC der Sambas war der European Founders Fund. Der wesentlich bekanntere und auf den wir uns heute hier ja fokussieren wollen, ist Global Founders Capital, welcher 2013 gegründet wurde. Hier mal ein paar Startups, in die Global Founders Capital investiert hat. Wie ihr seht, ist da so einiges dabei, was man kennt bzw. kennen sollte. Global Founders Capital ist mit 1,6 Milliarden US-Dollar AUM für die Geringverdiener Asset Under Management einer der größten deutschen VCs und hat auch Büros auf der ganzen Welt. Bei all dem dürfte es auch niemanden verwundern, dass sich bei der Familie Samwer der ein oder andere Euro angesammelt hat. Das Vermögen der Brüder wird 2022 auf mehr als 1 Milliarde Euro geschätzt. Natürlich weiß man relativ wenig über die genaue Zusammensetzung des Familienvermögens, was ja halt auch irgendwie klar ist, wenn man drüber nachdenkt. Neben den erfolgreichen Investments in Startups wurde das Portfolio in den letzten Jahren aber auch weiter diversifiziert. So besitzt die Familie heute ca. 150 Millionen allein in Berlin an Immobilien. Ja, Freunde, da sieht man's. Also es ist eigentlich mega einfach, reich zu werden. Und wie einfach das genau ist, könnt ihr in diesem Video von Reporter sehen. Da hat einer mit 18, also schon eigentlich relativ spät, ne, angefangen zu gründen. Sonst könnt ihr auch gerne meine anderen Videos anschauen, damit ich mehr Geld verdiene. Ach ne, ich werde ja von euren Steuern bezahlt. Das heißt, die Klicks sind ja eigentlich egal auf YouTube. Aber kommentiert, abonniert, gebt dem Video einen Daumen hoch oder runter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.